Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Fast wäre ich dran vorbeigelaufen an den beiden Piraten, zu denen wir jetzt gerade hinwollen. Wer bist denn du? Nicht bewegen, Gojo. Cool. Taopi. Takapo Kabuki. Bleib locker, ich bin keiner von Garcias Piraten. Ich hoffe, du sagst die Wahrheit. Ich will dich nicht töten, aber ich werde es tun, wenn es sein muss. Ich mach dir schon keinen Ärger. Der hat eine komische Frisur. Naja, was machst du eigentlich hier? Deine Frau Tara schickt mich. Kannst du mir was beibringen? Tara? Ganz genau. Deine Frau Dara schickt mich. Sie will, dass du nach Hause kommst. Solange die Plünderer hier sind, werde ich nicht gehen. Was machst du eigentlich hier? Mein Herz hat gesagt, aber... Was machst du eigentlich hier? Piraten plündern unsere Gräber. Es sind zu viele für einen Racker, einen Kampf. Aber ich behalte sie im Auge. Dann schau, dass du es nicht verlierst. Wir werden mal plündern. Was plündern die Piraten aus den Gräbern? Alles, was aus Gold ist oder glänzt. Zum Glück lassen sie ihre Beute oft alleine. Ich konnte ihnen einiges heimlich wieder wegnehmen. Ah ja, interessant. Das nehmen wir gleich mal. Ich guck mir das mit den Piraten mal an. Capo Ono Bambule! Was? Pass auf, dass du keinen Ärger machst. Ich mach das schon. Hallo, wir haben gerade geholfen, den neuen Häuptling zu ernennen. Wir sind ganz lieb. Kannst du mir was lernen? Kannst du mir was beibringen? Ono Gojo, nicht solange unsere Gräber geschändet werden. Ja, schon gut. Ich hab's gerade kapiert. Geht's ja schöpfen, dann kriegst was. So. Also, der nächste Spielstand. So, den nehmen wir gern. Und dann gucken wir uns das mal an. Ladiradara. Aha, geht schon. Schneide dich in Streifen. Ja, kannst du probieren. Au, du Sackelpicker. Wow, stark. Ich sollte mich mal... Au. Die sind echt stark. Zack. 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 Au. Du gehst mir im Nerv. Echt. Oh, der ist... Das sollte eigentlich gleich mal erledigt sein. Au. Das gibt's ja nicht. Da. Ein Dolch mal. Zack. Also ein Wurfdings da. Wurfdolch. Jetzt sag einmal. So, der ist mal weg, passt. Ja, ist schon recht. Da, kriegst du deine Dings. Au. Da, zack. Der ist auch erledigt. Und jetzt bist du noch dran. Na, du Sackelpicker. Da, gut gemacht. Voll in den Rücken rein. Juhu. Sehr gut. Ja, das ist die feine Art. Grabdiebe. Grabidole, hoppla. Noch eins. Und wo ist Nummer 3? Da. Sehr gut, Grabidole. Haben wir es gefunden, haben wir es geschafft. Supi. Aha, da haben wir schon ein Grab, zufällig. Da können wir es gleich zurückbringen und die Truhe machen wir auch auf. Jawohl. Super. So einfach geht das nicht, war klar. Oh doch, geht sehr einfach. Jo. Wieso nicht? Krummdolch, Bloody Mary und Jadestein. Her damit. Sauber. Gut, das ist speicherungswürdig, würde ich mal vorschlagen. So, und dann gehen wir da rein. Fackeln haben wir, glaube ich, noch. Oh, da ist was kaputt gegangen. Gee, ich warte. Na, du musst mit. Ich glaube nicht, dass das so gescheit ist. Kann man darüber hüpfen? Monika! Ja, aber geht eh nicht weiter, ne? Das heißt, ich muss da runter. Oh, weia. Okay, das war ja blöd von mir. Au! Ich glaube, ich kann schon so ein Papageien rausholen. Ja, ich... Ich bin mir gar nicht sicher, was ich jetzt da gerade mache. Was mache ich da? So, warte kurz. Wir wechseln auf unseren Papageien. Ja, mein Freund. Und ja... Ui, Karamett. Ist das so toll? Oh, das darf ich plündern. Das soll keiner was. Okay. Bin mir jetzt echt nicht sicher, ob das wirklich so ein
so ein Ahnengrab ist. Hm, weißt was? Ich werde es auf Reserve speichern. Da drauf. Weil hier kommt man nicht mehr raus. Für den Fall der Fälle, dass ich gerade Mist gebaut habe. Immer schön die Hand auf der Leertaste lassen. Toter Pirat. Boah, goldene Maske. Oh, scheiße. Oh, fuck. Boah, schrecklich nach. So viel zur Leertaste. Oh, oh. Ja, ja. Wow. Wow, ausweichen. Meine ich. So. Oh, das geht gar nicht schlecht. Ich habe jetzt echt Schiss gehabt von dem Kerl. Aber geht gar nicht so schlecht. Keule erhalten. Ja, gut. Okay. Habe ich mir umsonst ins Kettenhemd gemacht. Reserve 2 nehme ich derweil, genau. Leertaste. Okay, brauchen wir diesmal nicht. Brauchen wir hier eine? Da war nicht. Was haben wir da? Sarkophag. Oh, ruck. Da staubt sie jedes Mal. Smaragd und 2 Jahressteine. Super. Nehmen wir gerne mit. Gibt es hier vielleicht auch ein Schwammerl für mich? Nope. Aber ich werde trotzdem was essen. Ich habe jetzt echt mehr Angst vor dem Wächter gehabt, als ich gewusst hätte. Der war gar nicht so schwer eigentlich. Da hat man es schon schlimmer. Ne? So. Okay, keine Falle noch. Ein Hebel. Das ist nicht gut. Ja. Ja, ja. Ist schon ein Ghoul. Komm her, du Saufich. Zack. 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 Viel hat man nicht gesehen, aber das Viech ist erledigt. So. Meine Fackel bitte. Danke. Ein bisschen Proviant noch zu uns nehmen. Dann werden wir wieder speichern. Aha. Ich glaube, da kommt so eine Maske hin, oder? Ja. Sehr, sehr gut. So, und welche Überraschungen haben wir da? Oh, keine mehr. Ich darf nur nicht runterfallen. Heureka! Jawohl, super, geschafft. Ich bin Chani. Dabei. Ja, das freut mich. So, das Grab haben wir geschafft. Super. Aber Respekt irgendwie an die Piraten da, ne? Dass sie da lebend nochmal rauskommen sind. Das ist, ja, eigentlich erstaunlich. So, natürlich gehen wir Händel braten. Nam, nam, nam. Lecker. So, und wieder mal speichern. Das dürfen wir jetzt. Das war gar nicht schlecht. So. Gut, dann hätten wir das Grab hier schon. Dann geht's weiter. Logbuch, Grabräuber, Markierung löschen, nochmal neu. Mhm. Okay, das ist natürlich blöd. Das wäre halt schön gewesen, wenn sie noch die Standorte der Dingens markiert hätten. Da drüben waren wir noch nicht, ne? Da könnten wir auch nachschauen. Oder es ist vielleicht eine andere Quest, warte mal. Ah, wir müssen eh sowieso zurück. Wegen ihm, genau. Dann werden wir noch das mit ihm machen, ne? So. Also das hätte ich gleich, Entschuldigung. Das hätte ich natürlich gleich auf der Karte markieren können. Der ist ja nicht weit weg. Das machen wir mal kurz. Ah, da ist noch eine Geisterlilie. Komm mit. Und ein... Ach nein, das hat ausschaut wie ein schwarzer Oleander. Entschuldigung. So. Gut, dann gehen wir Bericht erstatten. Dann kann er zurück zu seinem Frauchen. Da wird sich das Frauchen auch freuen. Die gute Tara. Servus. Du kannst wieder heimgehen. Du kannst wieder nach Hause gehen. Die Plünderer sind tot. Mhm. Du trägst die Kleider der Piraten. Aber du scheinst ein Hoshi der Marakai zu sein. Darum werde ich tun, was du sagst. Bleibe wachsam, damit auch du deine Feinde erkennst. Mach ich.
Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Chi, nun da die Piraten tot sind, kann ich dir zeigen, wie man den Speer benutzt. Ach so, für den Speer, okay. Ob wir das vielleicht für Mara brauchen? Zeig mir, wie man mit dem Speer kämpft. Chi, was willst du wissen? Kannst du mir helfen, meinen Wurf zu verbessern? Ach so, ja. Na, brauchen wir nicht. Danke. Ciao, ciao. So. Jetzt ist die Frage. Wie werden wir uns gleich nochmal darauf porten? Hier uns ein bisschen umschauen, in der Hoffnung, dass da noch ein Grab ist. Wenn nicht... Das Grab hier hatten wir ja schon. Ich glaube jetzt auch nicht. Ja, das habe ich schon befürchtet. Das hilft uns gerade nicht so weiter. Oder vielleicht doch. Auf jeden Fall schauen wir kurz darüber. Das machen wir, wenn wir schon in der Nähe sind. Servus. So, also darüber ein Stück. Da gibt es sicher auch ein paar Viecher, die wir klatschen können. Dann ist das Ganze nicht umsonst. Dann reden wir halt nochmal mit der einen Dame im Marakai-Stamm. Und auch mit dem anderen Kerl. Und natürlich mit der besorgten Ehefrau. Jo. Und dann werden wir das irgendwie hinferkeln. Genau. So. Da haben wir wieder Affis. Affileins. Ja, ja. Die klatschen wir natürlich weg. Na, du Viech. Zack, 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 zack. Da. Schwarze Oleander nehmen wir gerne mit. Bam, 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 bada. Ah, da sind wir. Ha, lol. Ach so. Na, Fisch. Da kennen wir uns ja schon aus, wo wir sind. Da habe ich was liegen lassen, glaube ich. Mhm, einen Poco-Pilz. Aha, und da ist eine Höhle. War das jetzt die Höhle, die zum... Wo sind wir? Ah, das war die Höhle, die zum Feuertempel führt. Okay. Alles klar, dann kommt man... Aha, ja, ja. Okay, dann würde ich sagen, wir porten uns wieder weg. Einmal ins Dorf. Macht euch frei. Jetzt werden wir mal ein bisschen quatschen. Servus. Hier sind die Idole deiner Familie. Hier sind die Idole deiner Familie. Sie sind es wirklich. Mhm. Tawonga sa Mogucho. Vielen Dank. Du kannst dir eine Belohnung aussuchen. Ich habe einen Totenkopfring, der dich stärker macht. Oder einen Voodoo-Trank, der deinen Geist stärkt. Ja, das zweite hört sich besser an. Nimm mal den Trank. Ich nehme den Voodoo-Trank. Möge er dich schützen. Danke. Geistessenz erhalten. Okay. Zeig mir die Ware. Zeig mir deine Ware. Wo wir schon da sind, ich brauche hier drei Äffchenschädel. Scheiße, sie hat genau drei. Haha, wie geil. Passt. Ich glaube, den Rest hatten wir. Und... Tschüss. Macht euch frei. Dann gehen wir schnell zum Voodoo-Ding drauf, weil dann können wir noch schnell uns Tränke brauen. Ja, ja. Das Schicksal wird den belohnen, der es mit offenen Armen und Segen. Ja, ja. Quatsch, ne? So, wir brauen. Servus. Ah, das geht da nicht. Also, man kann. Achso, Trottel. Da brauchen wir einen Kessel. Zocki. Was machen wir nur mit dir? Ja, ich weiß es selber nicht. So, stimmt, ja. Gucho Kabuki. Da brauchen wir einen Kessel, den hat sie drüben. Steht er eigentlich schon oben? Na, da ist er noch. Uwamba. Jawohl, genau. Hier haben wir den Kessel, ganz genau, den brauchen wir jetzt. So, Voodoo-Kessel, da haben wir schon den Narrensaft. Dreimal bitte, jawohl. Super. Jetzt fehlt halt noch die Narrenkappe und Äffchenschädel für die nächsten Male. Sehr gut. Dann saufen wir das doch gleich weg, oder? Dann saufen wir das weg. Benutzbar. Trank, Trank. Geistessenz, was kann das? Ach so, schwarze Magie. Okay, das heißt nicht so. Ja. Ja.
Ladenkappensaft. Da haben wir 1, 2 und 3. Sauber. Zur Not, wenn wir halt nichts finden, müssen wir halt das so wegsaufen. Die Sachen hier. Wegessen, meine ich. Aber es wäre schon schön, wenn wir draußen Trank brauen könnten. So, 4000 Gold haben wir. Ist auch nicht so wenig. Wie schaut es mit Ruhm und Ehre aus? Ja, 9000 ist auch nicht so wenig eigentlich, gell? Jo, lassen wir das mal dabei. Gut, das hätten wir. Werden wir gleich wieder speichern. So. Ja. Das Doofe ist, mir hilft das gerade nicht weiter. Mit dem können wir noch quatschen. Der war da drüben irgendwo. Hui, 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 hui. Das Schicksal wird den belohnen, der es mit offenen Armen und sehenden Augen empfängt. Denk! Warst du das? Na, voll verkehrt. Aha, der ist unten. Okay. Mann, 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 Mann. Denk la, an la, meine la. Worte. Ja, ich ja. Ich habe es gesehen. Ist schon hört, gut. Meine Freunde, Mann, Mann, Mann. Was ich zu sagen habe. Du bist das, Gwyn. Genau, ich glaube, ich habe deine Grabräuber erwischt. Ich glaube, ich habe deine Grabräuber erwischt. Mhm. Echt jetzt? Mhm. Und du hast sie erledigt, hoffe ich. Yep. Ja, die plündern keine Gräber mehr. Das ist gut. Hier, hab da ein paar Münzen für dich. Und danke, dass du mir die Arbeit abgenommen hast. Ja, ja, keine Ursache. Wow. Schönen Tag noch. 300 Gold, das ist viel. Hört, meine Freunde, was gut, ich zu sagen... Gut, das hätten wir jetzt auch. So, jetzt bleibt nur noch das Problem mit diesen depperten Gräbern. Die bringen mich ins Grab. Ah ja, da haben wir noch einen Schatz. Den können wir noch zuerst versuchen. Der ist... Ach so, Trottel, genau, der ist da drüben. Dann haben wir das halt noch, wirklich, mein Sorgenkind. Ich habe ja die leise Hoffnung, ne? Dass uns der Kerl jetzt hilft, wenn wir schon mal die Masken haben. Dass uns jetzt vielleicht zeigt, wo diese Gräber sein sollen. Es fehlen, glaube ich, noch zwei, die wir mit den goldenen Masken zu besetzen haben. Wenn er uns nicht hilft, ja, müssen wir versuchen, die Gräber selber zu finden. Und bei meinem schlechten Orientierungssinn kann das lang dauern. Ja, da. Schauen wir mal, ob der Kerl mit uns reden möchte. Es wird wieder dunkel, es tut mir leid. So. Ich speichere mal. So. Ich habe dich gewarnt. Jetzt ziehe die Konsequenzen. Aha, okay. Ich habe ihn gespeichert. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt die Maske berühre, dass er dann kommt und dass wir mit ihm quatschen können. Okay. So einfach ist das Ganze dann nicht. Das ist jetzt wieder doof. Das heißt, wir müssen die Gräber so finden. Ja. Hurra. Und doof wie ich bin, weiß ich natürlich nicht mehr, wo die alle waren. Beziehungsweise, ob wir überhaupt schon alle gesehen haben. Jo. Dann würde ich sagen... Wir rennen halt mal in der Weltgeschichte rum. So. Ja, das wird jetzt sehr spannend. Schauen wir mal da runter. Lalilalila. Ist halt doof, wenn man nicht mehr weiß, wo die sind. Ach Gottchen. Das Blöde ist, dass ich sicher schon mal vorbeigelaufen bin. Jo. Aha, jetzt sind wir da. Mist, ey. Die finde ich nie mehr an, das weiß ich jetzt schon.
Die finde ich fix nicht mehr an. Mhm, das sind die Leute. Die Fischer. Mhm. Ich fürchte, da muss ich mich schlau machen. Wenn ich möchte, dass wir die Quest noch schaffen. Das werde ich so wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen. Leider. Ah, da hätten wir auch eins. So, ich glaube, da waren wir schon mal. Ich schaue nur kurz rein und dann werden wir einen Part beenden. Würde mich jetzt echt freuen und wundern zugleich, wenn das der richtige wäre. Da, 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 da. Schön die Leertaste bereithalten. Ich glaube, da waren wir schon mal drinnen. Boah, da ist schon wieder so dunkel, ne? Lalilalila. Ja, Spitze, das ist sogar richtig. Oh, wir haben die Quest geschafft. Ja, super. Das ist gut. Die Grabaltare sind geheilt. Ich danke dir, Fremder. Keine Ursache. War ein Kinderspiel. Wir werden endlich ins Totenreich gehen können und unsere wohlverdiente Ruhe finden. Chaniki Sumdavonga Samuhike. Du hast dem Volk der Marakai einen großen Dienst erwiesen. Brich mit dem Ältesten der Marakai. Er wird dich mit weltlichen Dingen dafür belohnen. Doch sei gewarnt, wenn sich noch einmal jemand an den Masken vergreift, werden wir wiederkommen. Ja, ist klar. Dann mach's mal gut. Wohl, Fremder. Das heißt, nicht angreifen. Okay, dann werden wir hier speichern. Na, lief doch ganz gut. Ah, heute ist mein Glückstag. Heute fehle ich gar nicht mehr so schlimm als sonst. Schön. Na gut, ihr Lieben, das war's dann aber für heute. Ich mach mal Licht. Im nächsten Part schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Vielleicht ist da hinten noch was zum Mitnehmen. Die goldenen Masken lassen wir stehen. Und dann werden wir im nächsten Part... Was machen wir eigentlich? Ich glaube, dann ist schon Garcia dran, ne? Oh je. Naja. Was soll's. Probieren wir es halt nochmal. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.